was diese Idioten da drin geredet haben, war totaler Bockmist. Ja. Wo kommen wir denn dahin, wenn Piraten keine Träume mehr haben? Die spinnen doch! Ja. Okay, und dann der Flagge vom Whitebeak schmiedet der Pläne, keine Skrupel vom Verrat. Dieser Mann hat keine Seele und am Schutz von Kaiser stehend, aber hinterhältig morgen, Tetsch verlor daraus sein Leben, weil die Pläne durchsetzt wurden. Deshalb wollte Peach die Frucht von dem vierten Kommandant, doch er hatte halt das Recht, weil er die Frucht zuerst fand. Deshalb sah er nur die Chance und floh somit in die Finsternis. In den Händen diese Kraft, sie wird nun zum Hindernis. Kräfte annullieren, sogar Ace wird hier zum Opfer. Shanks hat es gesagt, ja, er kümmert sich ums Monster. Shishi Bukai Blackbeard hat der Ace dann einfach ausgeliefert. Aus der Befreiungsaktion wurde dann ein Trauerspielplatz. Blackbeard! Dieser Mann ist gefährlich, auch Shanks hat es gesagt. Hat gemordet, war nie ehrlich, für die Crew war es Verrat. Ist nur Teil seines Plans, oder stoppt man seine Tat? Blackbeard, ein echter Pirat. Und nicht nur das, und hatte Teach auch eine zweite Frucht. Denn ein Kaiser für die Frucht, die er verspeisen muss. Bim, bim. Diese Kraft, diese Welt zu zerstören, der Plan von Teach geht auf. Die Welt wird nur ihm gehören. Und nun als Kaiser zieht der Strippen aus dem Hinterhalt. Tritt bald in Aktion, er will was ändern, was für immer bleibt. Denn wenn wir nicht mehr träumen, ja, wo kommen wir dann hin? Damals noch sympathisch, heute Top-Antagonist. War blind, stopp den Worten, denn der Wind alles verschlingen. Black Hole, kannst ihn nicht entkommen, kannst ihn nicht entrinnen. Deine Kraft macht dir keinen Sinn. Du bist hinausgeliefert aus deinem ebenwürdigen Kampf. Wurde dann ein Trauerspielplatz. Ich kenn nicht deine Träume und weiß, wofür du stehst. Doch renn jetzt um dein Leben, wenn du diesen Mann nicht verlierst.